Im Reich der Pflanzen. Hallo und herzlich willkommen zu unseren exotischen Pflanzen, auch Früchte tragenden Pflanzen. Es ist sehr interessant mittlerweile geworden durch die Vielfalt, die wir hier haben. Und heute wird es ein paar Updates geben. Ganz klarer Fall von einem Eierbaum, denn man kann ihn hier schon erkennen. Dieses Ei ist aber nicht das einzige, was sich jetzt entwickelt. Dort ist noch mehr zu sehen und das schauen wir uns gleich näher an. Und die Averroa Carambola, unser Sternfruchtbäumchen, das wir hier in der Selbstbewässerung drin haben. Die haben wir gemeinsam hier hineingepflanzt. Das hat wunderbar funktioniert. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wann gießen wir zum ersten Mal und wie verfahren wir dabei? Auch das nehmen wir heute gemeinsam mit. Das werden wir gleich als allererstes machen. Ja, mal gucken, es gibt noch so ein paar kleine Updates auch von den Orchideen oder von der Orchidee und so weiter und so fort. Es wird also heute etwas Klimbim geben. Aber ich denke mal, ist ja auch ganz nett, wenn man von dem einen und dem anderen etwas mitnehmen kann, verfolgen kann, weiter vor allen Dingen. Von daher würde ich sagen, rede ich nicht lange, gehe einen Kaffee trinken und dann geht's los. Oh yeah! Wie fängt man denn jetzt am besten an, das Ganze zu zeigen, zu demonstrieren im Prinzip? So, wir haben jetzt den Wasserstandsanzeiger hier, der ist beim Minimum angekommen. Also heute werden wir zum ersten Mal gießen. Ich muss gleich mal gucken, wann wir das Ganze hier gemacht haben. Bevor wir jetzt gießen, schauen wir uns das Ganze mal im Erdreich an, beziehungsweise im Substrat oder das Substrat mit den Wurzeln. Die Erdoberfläche ist trocken, also abgetrocknet. Man sieht, es ist recht hell. Also hier oben kommt keine direkte Feuchtigkeit mehr an. Das ist aber schon längere Zeit so, interessanterweise. So, das ist aber auch von Vorteil. Dann schauen wir uns jetzt mal das Ganze komplett an. Ja, auch hier wachsen die Wurzeln mittlerweile unten leicht durch. Das Substrat ist im... mal eben so halten, man kann es glaube ich erkennen. Hier, dieser Bereich ist trocken. Und ab hier wird das Ganze dann feucht. Also das ist optimal. Hat gut funktioniert. Hier steht auch eine Wasserpfütze drin von etwa 2 cm. Die Dochte sind noch nass, also es wird noch Feuchtigkeit gezogen. Soweit okay. Dann würde ich sagen, gießen wir jetzt erstmal. Moment, wo habe ich denn jetzt? Moment. Siehst du wohl, das kommt davon, wenn man ganz viele Sachen auf einmal erklären möchte. Also, Erdoberfläche ist trocken, ist super gelaufen. Wunderbar. So, dann gucken wir jetzt nochmal rein. Weil es so schön ist, messe ich mal just, was wir hier jetzt am Mikrosiemens drin haben. Das sind 560 Mikrosiemens. Also alles okay. So, dann würde ich sagen, gießen wir das Ganze jetzt einmal direkt über das Substrat. Wir können jetzt auch das Wasser hier unten direkt reingießen. Das funktioniert wunderbar. Ich werde allerdings dieses Mal reines Wasser nehmen, ohne Dünger, denn die Pflanze ist kräftig grün. Also ist jetzt nicht zwingend notwendig, dass wir hier nochmal düngen. So, ich werde das Ganze jetzt über die Substratoberfläche gießen, damit gegebenenfalls, wenn sich Salze anreichern sollten, die ganzen wieder ausgespült werden und dann dementsprechend wieder ins Wasserreservoir zurückgehen, damit sich hier nichts ablagert im Substrat. Zumindest denke ich mir, dass das von Vorteil ist. Von daher werden wir es jetzt so machen. Sollte ich vielleicht den Wasserstandsanzeiger mal reinsetzen, damit wir hier gleich nicht zu viel Wasser drin haben, wobei das eigentlich nicht sein kann. Das ist hier ein halber Liter. Es wird auch einen Moment dauern, bis das Ganze durchdringend durchläuft. Da das Ganze ja absacken muss, hineinsacken muss im Prinzip. Im Moment tut sich noch gar nichts. Ja, das machen wir heute das erste Mal. Okay. Es wird wohl doch einen Moment dauern, so wie es aussieht. Hallo? Okay. So langsam. Okay, das war jetzt ein halber Liter. Dann fülle ich mal just hier noch was ab. Ja, that's real life, ne? Das wäre schon cool, wenn man hier tatsächlich mal so einen Livestream machen könnte und tatsächlich alles sehen kann und nicht nur das, was man im Film normalerweise sieht, also alles rausgeschnippelt, nicht wahr? Ich denke mal, das wäre schon cool. So, das wird jetzt wieder einen Moment dauern, bis das unten ankommt. Da bin ich echt mal gespannt, wie viel Wasser dann tatsächlich jetzt hier hineingeht. Alter Schwede, da gehen wir eine Menge Wasser rein, ne? Mann, Mann. So, das ist jetzt schon ein ganzer Liter. Ein ganzer Liter ist schon drin. Okay. Oh, das wird lange Zeit reichen dann auch. Das ist total cool mit diesem Wasserreservoir, dass man dann also tatsächlich nicht ständig gießen muss, sondern einmal gut vollfüllen das Ganze und dann hast du lange Zeit Ruhe. Ja, der Vorteil ist, wenn man es nach und nach reingießt, dass man also wirklich das ganze Substrat einmal durchspült. Wenn man das einmal komplett mit der Gießkanne reinballert, dann... Okay, jetzt reicht es aber. Das ist okay. So, das waren jetzt 1 Liter. Ja, 1,25 Liter ungefähr. So.
sieht das Ganze jetzt aus. Okay, komm. Dann messen wir jetzt noch einmal schnell, was wir jetzt hier an Mikrosiemens drin haben. Dass wir das dann dementsprechend auch mitnehmen. Wird jetzt wahrscheinlich schwerer sein. Jo, oh, oh, oh. Dann geht doch. Ja, der saugt doch eine Menge Wasser, das Substrat. So. Blub, blub, blub. Wir haben jetzt einen Mikrosiemens-Wert von 280. Das ist okay. Das ist noch vollkommen ausreichend für diese Pflanze hier, da sie ja nicht viele Nährstoffe braucht. Sind 280 Mikrosiemens also noch vollkommen ausreichend. Also brauchen wir dieses Mal tatsächlich nicht düngen. Beim nächsten Gießverfahren wird dann wieder gedüngt. Kommen wir jetzt zum Eierbaum. Ich zeige es mal kurz von der Position. Ist nicht die beste, aber hier ist die schönste Blüte. Und jetzt zeige ich kurz mal die Seite erst, ganz kurz. So, hier ist eine Blütenknospe, die geht bald auf. Dort sieht man auch eine Blütenknospe. Wachstum ist sehr schön, die neuen Blätter haben ein schönes Grün. Ja, und hier hängt das Ei. Und dann würde ich sagen, drehe ich das Ganze mal kurz auf die andere Seite. Jetzt sehen wir die Rückseite. Vielleicht kann man es hier schon erkennen. Ja, da in der Mitte des Bildes, dort entwickelt sich ein neues Ei. Dahinter hängt auch noch eine Blütenknospe, die schon verblüht ist. Hier sehen wir jetzt das schöne Ei neben dem Ei. Auch ein kleines Ei, das sich weiterentwickelt. Also es funktioniert tatsächlich wunderbar. Das ist richtig genial. Auch hier kann man dann die Blütenknospen nochmal erkennen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal ganz kurz den Wurzelbereich an. Es geht los. Dann kommt jetzt das Geheimnis der Wurzeln. Ja, man schaue und staune. Sie wachsen hier tatsächlich aus dem Topf raus. Allerdings gieße ich hier auch ständig Wasser nach, wenn es verbraucht ist im Untersetzer. Im Moment ist es leer. Man sieht, es ist noch feucht. Also heute werde ich tatsächlich dann auch wieder gießen. Bin gerade überlegen, dünge ich jetzt oder nicht? Nein, heute mal nicht. Letztes Mal habe ich gedüngt. Ich gieße jetzt hier einen kleinen Schluck rein, so etwa 2 cm ungefähr. So, dann hat die Pflanze auch wieder für längere Zeit ausreichend Wasser hier im Untersetzer. Und beim nächsten Mal gießt man das Ganze dann dementsprechend wieder mit Dünger. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen, das Wasser. Ja, ich denke mal schon. Ja, das kurz dazu. Und dann schauen wir uns jetzt die Orchidee etwas näher an. Die beiden nehmen wir uns gleich auch zur Brust hier. Das sind die Jackfruit-Samen. So, sieht das Ganze jetzt aus hier in der Hydrokultur. Das ist die Orchidee, die wir damals abgeschnitten haben einfach und dann bewurzeln lassen haben. Hat wunderbar funktioniert. Sie hat zwei schöne kräftige Blätter ausgebildet mittlerweile. Hier sehen wir auch eine neue Wurzel, die jetzt herauswächst. Das geht immer recht schnell, wenn eine neue Wurzel kommt. Das geht also rasant dann. Ja, und auch hier sieht man tatsächlich, das Wurzelwachstum ist okay. So, jetzt muss ich mal just das etwas feststellen. Ich bin nämlich hier hinter der Kamera. Ich versuche das mal eben just zu drehen hier, dass man das vielleicht von der anderen Seite auch mal sieht. Auch hier, ups, jetzt bin ich aus dem Bild raus, lol. Kann man das wunderschön sehen, am besten tatsächlich hier. Also, ja, ich würde sagen, das ist soweit. Okay, man sieht hier unten steht eine ganz kleine Pfütze Wasser drin. Das ist jetzt ungefähr 5-6 Tage her. Da habe ich hier ein bisschen hineingegossen, bis auf die Höhe ungefähr. Mittlerweile ist es fast ganz weg. Wir brauchen aber auch erst wieder nachgießen, ja, wenn der obere Bereich tatsächlich anfängt trocken zu werden. Man sieht, das ist bis oben hin tatsächlich feucht. Das funktioniert wunderbar. Auch die Wurzeln sieht man, die sind alle feucht in dem Sinne. Deswegen sind's ja, haben sie diese Farbe, diese helle grüne Farbe. Also das funktioniert wunderbar, muss ich ehrlich sagen. Ja. Allerdings gießen wir hier keinen Dünger mit rein, da wir die Pflanzen ja mit Orchidspray versorgen. Übers Blatt ist das also hier nicht notwendig. Ja, das mal kurz dazu. Okay, dann zeige ich euch das auch kurz. Das sieht cool aus. Auch das ist eine Orchidee, eine Phalaenopsis, genauso wie die andere vorhin auch. Das ist allerdings eine kleinblütige, eine weiße. Die haben wir schon ganz viele Jahre. Die blüht immer wieder mal. Hier sieht man auch die alten Blütenstände hier. Hier hat sich jetzt eine neue entwickelt, ein neuer Blütenstand, der jetzt herauswächst. Die Orchidee, die stand im Dunkeln. Jo, dunkel. Hier im Raum, also nicht ganz dunkel, ne? Schon Licht, aber halt nicht direkt Licht. Sie stand in der Ecke und da kommt also kein Licht hin in dem Sinne. Also schon recht dunkel. Ja, ist jetzt dunkel oder nicht dunkel? Also nicht ganz dunkel, aber doch dunkel, lol. Okay, also nicht viel Licht, nicht wahr? Und man sieht, sie hat extremst viele Wurzeln ausgebildet. Ich habe sie auch lange Zeit gar nicht gegossen, überhaupt nicht, auch nicht eingesprüht, gar nichts. Mit Sicherheit 2 Monate fast, habe sie einfach dort stehen lassen. Man kann sie auch an den Blättern vielleicht erkennen. Das Ganze ist etwas staubig, kann man jetzt vielleicht nicht so sehen. Hier vielleicht. So. Ich
habe also wirklich, doch, man kann es vielleicht sehen, ich habe also lange Zeit hier nichts dran gemacht, weder eingesprüht noch gedüngt noch sonst irgendwas, also gar nichts gemacht. Ich habe sie einfach tatsächlich in der Ecke stehen lassen. Trotz alledem hat sie ein kräftiges Grün, ist nicht schlapp oder matt geworden, also hat sie ausreichend Luftfeuchtigkeit gehabt. Das scheint ihr also tatsächlich ausgereicht zu haben, weil sie neben anderen Pflanzen steht, die dann Feuchtigkeit abgeben, dadurch, dass sie gegossen werden. Ja, und wir halt auch in vielen Untersetzern Wasser drin stehen haben teilweise, zumindest bei dem mineralischen Substrat jetzt. Das scheint also tatsächlich dann auch ein Vorteil für die Orchideen zu sein. Ja, das ist schon mal cool, einfach so mitzunehmen, würde ich sagen, dass man Orchideen nicht zwingend immer sich drum kümmern muss in dem Sinne. Also ist, ist schon cool, ne? Dass das einfach so funktioniert. Und hier haben wir tatsächlich das normale Orchideen-Rindensubstrat drin hier und nichts anderes. Tja, Klartext. Einfach mal ein bisschen vergessen, die Pflanzen, ne? Und dann wachsen sie komischerweise viel besser. Nun ja, ist ein Einzelfenomen jetzt in dem Fall, aber ist okay. Wir wissen, Orchideen mögen keinen Kalk in dem Sinne, Leitungswasser bei uns zumindest, weil wir einen viel zu hohen Kalkgehalt haben. Das heißt, ich werde sie jetzt einmal sauber sprühen. Im Normalfall würde sie jetzt auch tauchen, damit das Substrat mal wieder richtig Feuchtigkeit aufnehmen kann. Jetzt habe ich aber nicht so einen großen Pott gerade, wo ich den reinstellen kann. Das ist aber auch nicht das Problem. Dann sprühen wir einfach das Substrat öfter ein. Und dabei das Ganze jetzt kräftig spülen, sauber machen auch. Auch die Blätter von unten mal richtig sauber sprühen, spülen in dem Sinne, damit wir den Dreck hier runter bekommen von der Pflanze. Das mache ich, wie gesagt, jetzt einmalig im Prinzip, also das reicht einmal, ja, vielleicht zweimal, dreimal im Jahr, das kann man so genau auch nicht sagen, hängt natürlich davon ab, wie hoch die Staubkonzentration im Raum ist, aber so ab und zu sollte man es einfach mal machen, damit die Pflanze wieder richtig durchatmen kann. Und wie gesagt, reines Wasser verwenden, das ist ganz wichtig, also kein Leitungswasser, auf gar keinen Fall, auch die Wurzeln hier richtig kräftig einsprühen, auch das Substrat, Moment, ich drehe das mal weiter offen hier. Auch das Substrat, also richtig kräftig durchspülen, bis das Wasser unten rausläuft. Und das mache ich jetzt einige Male, wie gesagt. Zum einen, um das Substrat halt auch zu spülen. Ne? Das ist ganz wichtig ab und zu mal bei Pflanzen, dass man einmal richtig den ganzen Mist rausspült, der eventuell drin ist. Und das werde ich jetzt ein paar Mal wiederholen, wie gesagt, da ich sie jetzt hier stehen habe. Und damit ist die Pflanze dann soweit versorgt. So, demonstrativ zeige ich jetzt mal ganz kurz, wenn die Pflanze wieder ein bisschen abgetrocknet ist, das dauert mir jetzt natürlich zu lange, wenn sie abgetrocknet ist, dann sprühen wir sie jetzt nach dem ganzen Spülen mit Orchidspray wieder ein. Das ist also ganz wichtig, damit die Pflanze also dementsprechend auch wieder Nährstoffe bekommt. Und wir sprühen auch den Wurzelbereich ein, also die Wurzeln, die können auch das ganze Zeug mit abhaben. Das ist also wunderbar, auch das Substrat selber ein bisschen drauf sprühen. Und somit ist Orchidee wieder ausreichend für eine längere Zeit versorgt. Damit kommen wir jetzt zu unseren kleinen Eierchen hier. Die sind ja recht trocken geworden, nicht mehr glitschig. Das hat wunderbar funktioniert. Das sind die Samen von der Jackfrucht. Okay, jetzt wurde mir geraten, doch die Pelle abzumachen, weil sie dann besser, schneller keimen. Ich bin hier schon mal angefangen damit. Also ist eigentlich ganz easy. Einfach mit dem Messer vorsichtig unter die Haut drunter. Und dann kann man das Ganze so einfach abziehen. Also das funktioniert eigentlich ganz gut. Wenn man erstmal den Anfang gemacht hat, ist das soweit okay. Ja, und dann werden wir sie gleich erstmal wieder in, nicht wieder, sondern werden sie dann gleich in Zewa einpacken, feuchtes Zewa, und dann einfach erstmal hier im Raum lassen und mal gucken, wann sie dann keimen. Wir haben ja die anderen Jackfruchtsamen, die wir bestellt hatten im Internet, dort haben wir die Pelle nicht abgemacht, das haben wir einfach so gelassen. Naja, und dann haben wir so einen kleinen Vergleich, würde ich sagen, was denn so tatsächlich funktioniert oder nicht. So, jetzt geht es gerade nicht so gut, ne? Vorhin lief super, weißt Bescheid. Ja, manchmal ist das so, ne? Das ist dieser typische Vorführeffekt. Na ja, egal. Ein bisschen Geduld und dann klappt das auch hier ganz sicherlich. So, ja, jetzt klappt es vielleicht besser, ja. Ja, wie gesagt, ein bisschen Geduld muss man dabei schon haben. Diese braune Schicht, die brauchen wir jetzt nicht abzumachen, sondern tatsächlich einfach nur die weiße hier, die Schale in dem Sinne. So, vorsichtig hier das anheben, zack, bumm, fertig. Ja, okay. Dann würde ich sagen, werde ich den anderen jetzt auch noch gleich ein bisschen frei machen. Hier hatte ich angefangen, weil irgendwo muss man den Anfang haben, ne? Pass mal auf. Hier wird der Keimling herauskommen. Ich versuche es einfach mal. Subtri, subtri, subtri. Ganz leicht vorsichtig hier hinein. Dann. Ja, ne?
Also wie gesagt, ein bisschen Geduld muss er schon haben, ne? Aber ich möchte auch jetzt nicht einfach in den Samen hineinschneiden, von daher üben wir uns ein wenig in Geduld. So, also man sieht, der Anfang ist ein bisschen knibbelig, ne? Aber es geht dann doch mit der Zeit. Nur mal kurz so jetzt demonstriert. Also es funktioniert auf jeden Fall. Ob dann die Samen jetzt besser und schneller keimen, lassen wir erstmal dahingestellt, würde ich sagen. Das müssen wir dann gemeinsam beobachten. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Okay, das kurz zum Eierpellen. Die Jackfrucht. Nein, das hier nicht. Das ist ein Granatapfel. Den habe ich mir einfach gekauft, weil er so schön ist und auch so lecker. Und ich zeige ihn einfach mal so zwischendurch, damit ihr vielleicht angeregt werdet, vielleicht euch dafür auch zu interessieren für Granatapfel. So, wir kommen jetzt zum Schluss. Jackfruit ist mit einer der geilsten Zimmerpflanzen. Sie wächst sehr schnell. Wir haben sie noch nicht lange, wir haben sie geschenkt bekommen, als Samen, die schon gekeimt waren, haben sie eingepflanzt und sie sind wunderschön gewachsen und rasant gewachsen. Und das ist so genial anzusehen. Sie sind bis jetzt sehr pflegeleicht in dem System, in dem wir sie halten. Also einmal in Vulkatec-Erde, einmal in der Hydrokultur. Das ist jetzt die Variante in der Vulkatec-Erde. Allerdings brauche ich jetzt hier tatsächlich einen Topf. Auch hier werden wir einen Selbstbewässerungstopf natürlich wählen, weil es einfach einfacher ist in der Handhabung, in der Pflege. Vor allen Dingen, wenn man auch mal nicht zu Hause ist, einige Tage, Wochen, weiß Bescheid. So, hier kurz die Jackfrucht nochmal, Pflanze gezeigt, die hier in der Hydrokultur steht. Auch das ist durchaus denkbar und möglich, wie wir sehen. Aber da muss jeder für sich eine eigene Variante wählen. Du kannst sie auch in die Erde pflanzen, ganz klarer Fall, ne? Also nicht, dass hier jemand denkt, man müsste jetzt alles so handhaben. Wir machen das, thematisieren das Ganze, ne? Weil, wenn man etwas thematisiert, dann weitet man das Ganze aus. In die ganze Geschichte geht man einfach intensiver hinein, als wenn man das nebenläufig, beiläufig macht. Man kann sich also auf diese Sache komplett konzentrieren und daher wird das Ganze wesentlich interessanter und wir können schneller, ja, Erfolge erzielen oder auch Misserfolge. Durchaus denkbar, nicht wahr? Das wollen wir dann ja auch mitnehmen, was nicht so funktioniert oder nicht geht oder hast du nicht gesehen. Aber ansonsten würde ich sagen, es ist wie gesagt thematisiert. Das heißt also, davon wird es ganz, ganz viel in nächster Zeit geben. So, dann Selbstbewässerung, ganz klarer Fall. Fleischfressende Pflanzen. Da habe ich einen ganz interessanten Kommentar gelesen unter einem Film von mir. Da hat jemand ja tatsächlich auch Selbstbewässerungssystem mit dem Lechuza Pon. Genau, Lechuza Pon. Das ist ein mineralisches Substrat, ähnlich wie die Vulkatec-Erde, ist allerdings aufgedüngt. Haben wir auch schon mal verwendet bei der Orchidee, die oben im Raum steht, die ich euch gestern gezeigt habe. Nur ist da der Mikrosiemenswert also sehr hoch. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel das war, aber war sehr hoch damals, was wir so gemessen haben. Ja, jetzt wurde mir in dem Kommentar preisgegeben, kundgegeben, dass dort tatsächlich auch Karnivoren drin wachsen. Okay, nehme ich so mit. Ich sage, ich werde das noch nicht ausprobieren, weil mir das zu heikel ist. Das würde mir hier nämlich alles durcheinander würfeln. Von daher bleibe ich bei dem System mit dem Dünger nicht irgendwie, wie wir es bisher gehandhabt haben. Gehen da vorsichtig an die ganze Sache ran. Denn ihr wisst ja alle, das Thema Düngen bei Karnivoren ist sehr umstritten. Nicht wahr? So, wir werden jetzt diese, nee, jetzt nicht, im nächsten Film, aber ich werde es euch anschließend sofort filmen, diese fleischfressende Pflanze, den Sonnentau, Kapsonnentau, Drosera capensis, in dieses Selbstbewässerungssystem überführen, damit es endlich mal aus dem kleinen Pöttchen hier rauskommt. Steht jetzt schon viele, viele Monate hier drin. Im Haus, hat wunderbar funktioniert und von daher bekommt das Schätzchen jetzt einen solchen Topf, damit ich es euch schöner präsentieren kann, es schicker aussieht und es vor allen Dingen pflegeleichter wird. Denn ich muss natürlich immer wieder hier ein Auge drauf werfen auf diese kleine Pflanze, dass hier also immer ein bisschen Wasser drin steht, damit sie mir nicht trocken wird. Denn das wäre das Allerschlimmste bei solchen Pflanzen, wenn sie trocken werden. Die mögen sie also immer schön nassen Popo haben oder nasse Füße, je nachdem, ne, ob sie hocken oder stehen. So, in dem Sinne würde ich sagen, ganz kurz noch, die Jackfruit-Früchte, die wir jetzt gepellt haben, die kommen jetzt eingewickelt in Zeber, das werde ich Ihnen nochmal zeigen, weil habe ich ja schon gezeigt. Die werden in Zeber eingewickelt, feucht gemacht, in eine Tüte gepackt und dann liegen sie hier im Raum einfach rum. Und auch mal gucken, wann sie keimen. Hier hatten wir die Pelle nicht abgemacht, hier haben wir die Pelle jetzt abgemacht. Mal gucken, welche dann tatsächlich besser keimen. Von daher ist es auch ganz gut, dass man das vielleicht mal so nebenbeiläufig erstmal mitnimmt und dann später die Erfahrung. In dem Sinne, wenn wir es dann zeigen, was tatsächlich Sache ist. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, heute noch römisch viel Spaß mit Pflanzen und was ihr sonst noch so macht. Ja. Und wie gesagt, ich werde gleich sofort im Anschluss weiter filmen, bevor ich mich jetzt an den PC setze. Aber das ist immer eine lange Zeit. Da sitzt du 2 Stunden, manchmal 3 Stunden dran. Und dann ist der Kopf hier oben erstmal zu und dann hast du keine Kraft, keine Energie, ne? Auch keine Muße mehr, was Neues anzufangen. Von daher werde ich jetzt fröhlich, fleißig hier weiter filmen für euch. So, in dem Sinne, bis dahin. Ciao, ciao.
Und ich vergessen, weiß Bescheid. So, ja, das ist natürlich das Beste. Ne? Ja, es ist cool.